Es gibt so viele Leute, die Probleme haben mit Verladen. Ich denke, wir kennen das alle vom Turnier oder was auch immer, dass es so viele Leute gibt, die da Schwierigkeiten haben. Und es ist so einfach. Und das sage ich, weil ich traue mich, Pferde zu nehmen, die ich nicht kenne, wovon ich weiß, dass die große Probleme haben. Und auf der Messe gebe ich einfach mein Bestes, genauso wie in alle anderen Trainingseinheiten, eine Verbesserung zu trainieren. Und das mache ich durch es einfach strukturiert aufzubauen. Also so, dass mein Pferd es schafft. Und ich denke, halbwegs gutes Timing. Jetzt, viele Pferde fangen da an der Seite. Weil die Pferde haben da ein bisschen gelernt. Jedes Mal, wenn es an der Seite steht, dann denken wir, das geht nicht. Neuer Anlauf. Und wenn mein Pferd das denkt und lernt, von jedes Mal, wenn ich an der Seite stehe, gibt es einen neuen Anlauf, bringe ich mein Pferd dabei und konditioniere mein Pferd darauf, dass wenn es seitlich steht, dass es weggeht vom Hänger. So, wir haben gerade die bestmögliche Belohnung gegeben für das Pferd, weil es sich so toll an der Seite hingestellt hat. Und mein Pferd macht es dann immer mehr. So, was ich mache, ich meine, der ist groß genug, das ist ja ein Minischritt für ihn, hier die Rampe hochzukommen. Und natürlich ist das koordinativ ein bisschen schwieriger, aber ich mache einfach meine Übungen weiter, auch wenn er seitlich steht, sodass der rafft, naja, weiterarbeiten wir so oder so, weg geht es auch nicht mehr und ich mache es mich selbst unangenehmer und damit bekomme ich ein Pferd, was ich so oder so verladen kann, auch wenn es seitlich steht, aber dann irgendwann selber dazu entscheidet von, ich gehe lieber gerade. Jetzt hier ist er schon richtig nervös, zittert was, kann nicht wirklich anhalten, stehen bleiben. Es wird jetzt ein bisschen besser. So, ich habe es auch noch gar nicht verlangt. Ich fange jetzt an, dass ich langsam so kleine Pause mache, wo ich kurz nichts frage und kurz stehen bleibe und dann machen wir wieder weiter. So, ich möchte erstmal, dass das hier perfekt klappt und dass da richtig Ruhe reinkommt, bevor ich überhaupt die nächste Schritt frage. Das meiste mache ich über meine Bewegung. Damit frage ich mein Pferd, vorwärts zu kommen, rückwärts zu kommen und so weiter. Mein Druck ist nur eine Konsequenz, wenn mein Pferd nicht auf meine Bewegung, mein Körper reagiert. Jetzt ist er selbstständig rückwärts gegangen. Ich bleibe stehen. Ich bewege mein Pferd. Ich lasse mich nicht von meinem Pferd bewegen. Wenn ich jetzt einen kurzen Strick dran habe, so wie die meisten beim Verladen, dann rennt mein Pferd irgendwann rückwärts, keiner kann das halten, ich auch nicht. Und dann rennen wir hinterher, weil sonst verlieren wir unser Pferd oder läuft es auf die Straße. In dem Moment kapiert das Pferd, hey, ich bewege dich. Es hat schon großen Stress und es bewegt den Mensch. Damit gibst du deinem Pferd eine bestimmte Führung mit. Wenn du deinem Pferd Führung mitgibst, gibst du deinem Pferd Verantwortung mit. Wenn du deinem Pferd Verantwortung mitgibst, wird dein Pferd nervöser. Wie in jeder Firma, wie mehr Verantwortung du hast, wie mehr Stress man hat. Ist halt so. Und er sucht jedes Mal wieder die Lösung da an der Seite, weil er hat da schon vor sich eine Lösung gefunden, aus dieser Situation rauszukommen. Sonst würde er da nicht hingehen. Und von mir aus machen wir es von da. Es ist ein bisschen schwieriger, dann den nächsten Schritt hinzubekommen. Aber wenn er sich dazu entscheidet, können wir das ja machen. Und ich will eigentlich noch gar nicht rein. Da hat er ein bisschen angeboten, vorwärts zu kommen, aber ich möchte mein Pferd beibringen, dass es alles entspannt ist. Ich möchte mein Pferd beibringen, dass es fein auf die Hilfe reagiert. Ich möchte es nicht beibringen, es zu verladen. Das kommt dann, das geht dann so oder so. Aber ich möchte ein entspanntes Pferd, was fein auf die Hilfe ist. Und dann klappt dem Hänger so oder so. Aber wenn der Basis nicht stimmt, brauche ich mit der Rest gar nicht anzufangen. Und ich habe es mich so leicht gemacht mit der Frontaufstieg und mit der Trennwand raus. Aber wenn er jetzt schon so einen Stress hat und wenn es jetzt schon so schwer ist, dann will ich doch nicht mit Trennwand und alles da durchkämpfen. Da möchte ich erstmal, dass er das hier gerade so schafft. Und wenn er das hinbekommt und er ist wirklich entspannt und cool, dann machen wir den nächsten Schritt. Und wenn deine Basis richtig gut ist, wird es kaum was ausmachen, wenn du die Trennwand einbaust. Es gibt einen guten Grund, warum Pferde nicht in den Hänger gehen.
Und das könnt ihr alle rausfinden, wenn ihr euch selber reinstellt und jemand eine Runde fahren lässt. Es ist einfach blöd. Super. Mache langsam weiter. Dann kommt noch dazu, dass wir kennen das alle, wenn wir mit Hänger fahren, wenn dann Nicht-Pferdemenschen uns gerade nochmal den Weg abschneiden und wir vorne in die Bremse müssen oder solche Sachen passieren, dass es einfach ja, schwierig ist, für die Pferde auch so stehen zu bleiben. Wir haben mal getestet mit Herzfrequenzgeräten und einfach geguckt, welche Position am einfachsten ist und am entspanntesten für die Pferde, um im Hänger zu stehen. Und es war ganz interessant, weil unsere Pferde, in 90% die Hänger, stehen gerade mit dem Kopf nach vorne. Und bei uns ist rausgekommen, dass in die Position die Pferde am meisten Stress hatten. Aber wir stellen sie ja so hin, weil unsere Hänger sind zu klein und wir müssen irgendwie die Pferde da reinquetschen. So haben die halt ein bisschen mehr Stress. Aber jedes Pferd, was körperlich in der Lage ist, hier Schritt dem Rampe hochzukommen, im Schritt wieder die Rampe rückwärts zu gehen, kann entspannt, brav, direkt verladen werden, wenn man das gut vorbereitet. Könnt ihr die Rampe vorne zumachen? Und dem Fenster oben auch. Der ist schon was nervös und ich habe ein bisschen Sorgen, dass wenn ich vorwärts durchlaufe, dass er vielleicht durchschießen wird. Deswegen entscheide ich mich jetzt dazu, die Rampe vorne zuzumachen. Und er macht es jetzt relativ gut, da erstmal reinzugehen. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger sein. Aber es ist nur ein kleiner Übergang, weil ein bisschen Basis haben wir ja schon. So, jetzt haben wir einen normalen Zwei-Pferdehänger, wo wir vorne die Tür zu haben, ohne Trennwand. Und da geht mein Pferd auch direkt rein. Jetzt merkt man ein bisschen mehr Spannung beim Rückwärtsgehen. Ein bisschen eiliger, jetzt bleibe ich mal stehen, weil ich möchte nicht so schnell. Ein bisschen eiliger, aber wenn der Basis stimmt, ist es danach nicht viel schwieriger. Jetzt gerade eben ging er ein bisschen schneller, als ich wollte. Also ich wollte mich ein bisschen mehr Zeit lassen. Wenn ich rückwärts gehe, möchte ich das so langsam wie möglich. Die Verletzungsgefahr ist da am größten. Und es gibt keinen Grund, rückwärts zu rennen. Es gibt keinen Grund, dass sie schneller rückwärts müssen. So, ich gehe so langsam, wie ich kann. Jetzt möchte ich stehen bleiben und wieder vor. Weil es geht nicht um das Ein- und Ausladen. Es geht darum, dass die Feine an die Hilfe steht. So, ich möchte einen Schritt machen und ich möchte, dass die mich danach anguckt und sagt, was soll ich jetzt machen? Jetzt hat die sich entschieden, weiter rauszugehen. So, jetzt bleibe ich am Hänger. Ist aber nett, dass sie draußen äppelt. Jetzt bleibe ich am Hänger. Das muss ich ein bisschen steuern. Und dann kann die direkt wiederkommen. Ja, ein bisschen schwieriger. Aber wenn die sich ein paar Mal so hochstolpert von der Seite, dann wird die danach auch selber überlegen, nicht so schlau. Bringt nichts. Und dann wird die das auch von der Seite nicht mehr machen. Jetzt wieder ein bisschen schnell, ich bleibe stehen. Und sobald der Kopf draußen ist, dann baue ich ihr Spannung auf. Ich meine, der ist ja noch recht groß. So, wenn ich hier drinne, wenn der Spannung hat und rückwärts geht, und der geht ja langsam, es gibt ja welche, die richtig gestresst schnell rückwärts gehen. Wenn man das macht und man würde richtig ziehen, dann würde er seinen Kopf hochreißen, weil er einfach sich in den Druck reinlegt. Und in dem Moment stoßt er seinen Kopf gegen der Decke und wird es noch schlimmer. So, wenn ich inhänge, auch wie gerade eben mein Pferd anhalte oder vielleicht wieder vorholen will, dann habe ich vielleicht zwei Finger auf die Leine und nicht mehr. Da auch, nur ganz weich. Jetzt gehen wir langsam weiter. Und ich möchte jedes Mal wieder eine Bestätigung, dass ich mein Pferd unter Kontrolle habe und dass es bei mir ist. So, ich hole jedes Mal wieder vor zu mir. Und wenn ich dann sage, jetzt geht's weiter, dann geht es erst weiter. So, jetzt gebe ich die großmögliche Belohnung. Ich bin vorhin ein bisschen schneller am Hänger gegangen, weil die schon ein bisschen Schwierigkeiten hat mit der Kulisse und so ständig weggedreht und alles Mögliche gesehen. Und da ich die dann beschäftigt hat mit seinem Problem, mit dem Hänger, habe ich halt etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. So, normal würde ich ein bisschen mehr Basisarbeit machen. Und wenn man sagt, man hat so einen Hänger nicht,
dann gibt es 1000 Möglichkeiten, wie man das noch vorbereiten kann. Dann nimmst du ein Holzbrett, Gummibelag drauf und gewöhnst dein Pferd schon mal einen anderen Untergrund. Du baust eine enge Gasse mit Plane, was auch immer, und gewöhnst es mal schon einen engen Durchgang. Dann bastelst du noch irgendwas von oben, dass die auch von oben eine Art Decke haben, wo sie drunter müssen. Man kann eigentlich den Hänger auseinandernehmen und so in kleine Schritte aufbauen, dass dein Pferd es schafft. Und stärkt damit das Vertrauen und dann geht man erst an dem Hänger ran. Jetzt, wenn mein Pferd richtig nervös ist, dann fange ich hier an und sorge erstmal, dass mein Pferd perfekt auf mich reagiert. Man merkt, ich ist noch ein bisschen abgelenkt, aber ich möchte einfach, dass wenn ich mein Gewicht verschiebe, dass mein Pferd direkt mitmacht. Und ich bin da richtig streng. Aber das Ding ist, wenn ich so streng bin, dann weiß mein Pferd genau, wo es lang geht. Es weiß genau, was erlaubt ist, was nicht, wo die Grenzen sind. Und damit kriege ich das meist entspannteste Pferd. So, gehen jetzt langsam zurück. Ich möchte jetzt eine andere Übung machen. Ich habe jetzt erstmal mal dafür gesorgt, dass sie schön mitkommt über meine Bewegung. Dann habe ich ein bisschen gemacht, noch nicht viel. Mit der Lunge, mit dem Trainingshalfter sorge ich dafür, dass sie von vorne Druck nachgibt. Das ist zwei. Dann muss man anfangen, dass sie von hinter Druck nachgeben. Weil wie viele Pferde gibt es, sicher wenn die schwierig sind mit Einsteigen, dann sagt man immer, alle weg, ich brauche Ruhe. Und dann macht man da rum und irgendwann steht das Pferd drinnen. Und dann fängt jeder an zu rennen, weil die Hänge muss so schnell wie möglich zu, sonst ist das Pferd wieder draußen. Ist ein Weg, ja, wenn man schnell genug ist, aber besser sorgst du davor, eins, dass dein Pferd brav im Hänger steht und entspannt stehen bleibt. Zwei, dass wenn dein Pferd Druck von hinten bekommt, dass es darauf vorwärts geht. Jule, du kannst dazu kommen. Das haben wir schon mal gemacht, gell? Den Pony. Ja. Okay. Fang an die Schulter an, dass du die berührst, einfach mit deiner Hand. Andere Hand, dass du da wechselst. Genau. Und dann gehst du langsam nach hinten und hältst die Stange dran und gibst mir Bescheid. Jeder kann sein Pferd beibringen, Druck von hinten nachzugeben. Genau, ganz normal. Super. Und du bleibst stehen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir machen hinter dem Kontakt. Und in dem Moment gehe ich vorwärts los. Jetzt ist das von dahinter natürlich super einfach. Das ist aber auch dem Ziel. Ich möchte, dass es einfach ist. Ich möchte, dass der in so eine entspannt mögliche Situation den Druck kennenlernt und wirklich lernt, was er damit machen soll. Nämlich, da ist es los, wenn er vorwärts geht. So, das machen wir nochmal. Ihr könnt es ja in der Reithalle auf dem Platz, auf der Weide, könnt ihr es anfangen. Und wenn ihr es dann am Hänger macht, dann fangt ihr 10 Meter vor dem Hänger an, macht das mit der Stange. Und wenn dein Pferd immer mehr kapiert, hey, da ist was und geht direkt vorwärts, dann macht man es von immer näher. Oder macht man es von 9 Meter oder 8 Meter und dann macht man es immer näher. Bis sein Pferd vielleicht mit einem Fuß noch draußen steht und jemand von hinten die Stange dran macht und sagt, hier, zack, zack. Und dein Pferd direkt denkt, oh, da ist dem Druck, ich gehe mal vorwärts. So, man fängt das ganz einfach an, ganz entspannte Situation. Und dann wie schwieriger, da kann man es ja langsam schwieriger machen, bis man wirklich in die letzte Situation ist, wo man wirklich zumachen will, die Stange einhängen will. Sicher Pferde, die sich gerne auf die Stange draufsetzen, zurückschießen, würde ich das hier richtig gut vorbereiten, weil wenn die einmal Panik da drin haben, kannst du wiederkommen, dann ist es richtig schwierig, wenn dein Hänger zu ist oder die Stange ist rein und dein Pferd hat Panik, dann gibt es wenig, was du noch machen kannst. Das Einzige, was du machen kannst, ist dein Pferd so gut wie möglich vorzubereiten. Jetzt, wenn dein Pferd was schwierig ist mit der Stange von hinten, gibt es auch noch Alternative. Dann nimmst du dir eine Springstange mit zwei Leuten, da hat man mehr Abstand. Und dann kann man das ganz einfach, ganz entspannt aufbauen. Die Zeit im Hänger war ja ganz kurz, jetzt wird es langsam so ein bisschen länger.
Der ist jetzt auch relativ gut bei mir. Super. Das Lenken musst du noch ein bisschen üben. Die Stange kam weg. Ich will jetzt eine andere Übung mit dir machen. Ja. So, wenn es dann halbwegs klappt, kannst du die hier mal festhalten. So. Und ich gehe rein. Und dann gucken wir mal, ob er seinen Weg alleine reinfindet. Sind gut in der Zeit. Okay. Und dann kannst du loslassen. Das sieht ja entspannt aus. Sehr gut. Dein eigener Weg schon reingefunden. So, das ist ja eine coole Übung, einfach um zu gucken, ob die das Selbstvertrauen haben, auch alleine so reinzugehen. Wenn meine Pferde richtig entspannt sind, super nachgeben und alles super funktioniert, dann fange ich auch an, die Pferde alleine reinzuschicken, dass ich einfach alleine auch zumachen kann. Das ist ja das Endstadium. Okay, mach noch einmal. Dann kannst du mal ein kleines mitgeben. Okay. Okay, ich will das nochmal machen. Ich zeige dir gleich noch einen Trick, ja? Weil ich wette, das geht noch besser. So. Machen wir gleich noch einmal. Ein bisschen auf dem Hinter, ganz leicht. Mhm. Erst halten. Okay, loslassen, kurz warten, bis du vorbei ist. Ja, jetzt. Okay, ich glaube, fleißiger wird es nicht. So, es hat ein bisschen mehr gerumpelt, es ist ein bisschen unsicher. Ich bleibe jetzt stehen, hole ihn wieder zu mir. Und ich lobe ihm schon, ja, ich streichle ihm schon mal. Aber rausgehen ist einfach die stärkste Belohnung. Viele machen es mit Futter zum Beispiel. Natürlich ist es schön, wenn die Pferde mit dem Hänger so eine positive Verbindung haben. Wenn ein Pferd aber wirklich Angst hat und man macht das mit Futter, dann hat man oft, dass die Pferde eins ganz lang werden. Also recht vor den Übungen ist es, glaube ich, super. Und dass sie oft da mal reinbeißen und dann direkt halt wieder zurückschießen. Ich wollte nicht komplett raus, da ging mir ein bisschen zu schnell, sondern bin ich stehen geblieben, hole ihm halt wieder. Und dann kriegt er von hier aus eine neue Chance, langsam, entspannt rauszugehen. Okay, jetzt, Lena, du kannst mal dazu kommen, weil für mich ist es ja leicht, ich kenne die nicht, ich habe auch keine schlechte Erfahrungen mit die und es ist mir eigentlich auch recht egal, was passiert. Für Lena ist es anders, weil Lena hat ein paar Erfahrungen gemacht und stand schon ganz oft am Hänger, so dann trägt man immer schon ein bisschen mehr Spannung mit. Meiner Meinung nach kommt die Spannung daher, weil du nicht weißt, wie du die Situation verbessern kannst. Und das ist bei jeder so, wenn man gestresst ist oder es ist schwierig und du weißt nicht, was soll ich jetzt machen, dann ist man natürlich gestresst und aufgeregt. Wenn wir dich aber Tools in die Hand geben, sodass du weißt, okay, ich mache Plan A, Plan B, so baue ich es auf, dann bist du auch nicht mehr nervös, weil du weißt, was du machen kannst. Ich glaube, du musst aber gar nichts machen, außer einfach reinlaufen. Du guckst nur über die Schulter und guckst nur, dass die ein bisschen mittig auf die Rampe, dass die nicht an dem Hänger vorbeilaufen, sonst musst du gar nichts machen. Und versuch auch gar nicht zu ziehen, weil in dem Moment, wo dein Pferd brav mitläuft, gibt es keinen Grund für Druck, weil dein Pferd macht ja schon, was du willst. Es gibt keinen Grund, dich zu korrigieren. Okay, dann drehst du dich ganz langsam zu ihm und geht ganz langsam auf ihm zu. Wie war das Ausladen normal? Das weiß ich gar nicht. War das braves Ausladen? Okay, Ausladen geht. Schon mal gut. Ja, jetzt tritt die besser. Okay, du kannst noch mal eine Runde gehen. Und noch mal rein. Und versuch die Longe locker zu lassen in dem Moment, wo dein Pferd eh schon macht, was du willst. Nur beim Führen schon ist es wichtig, dass du dein Tempo gehst. Natürlich gibt es Pferde, die ein bisschen fleißiger sind und ein bisschen entspannter sind. Aber
in dem Moment, wo du dich anfängst anzupassen an dein Pferd, und das ist ja schon, in welches Tempo du führst, in welche Position du führst und so weiter, in dem Moment, wo dein Pferd das entscheidet, kannst du mit zwei Fingern die mal ein bisschen vorholen. Du bleibst stehen, ganz leicht, super. In dem Moment, wo dein Pferd das alles entscheidet, übernimmt es schon die Kontrolle, übernimmt es schon die Führung, hat es mehr Verantwortung, ist es aufgeregter. Okay, jetzt ganz langsam auf ihm zu und wieder raus. Lenk den Kopf ein bisschen dahin, nach außen. Ja, genau, dann lenk mal ein bisschen gegen. In dem Moment gerade, der wollte schon selber, hat er angefangen, ein paar Schritte rückwärts zu machen. Wenn wir das erlauben und wir machen mit ihm mit, bewegt er uns wieder. Wir möchten, dass er einen Schritt macht und uns danach anguckt, was jetzt. Wenn er anfängt, selbstständig zu machen, wenn er fährt super entspannt ist und alles ist schön, ist es ja auch okay. Aber wenn er noch nervös ist, hilfst du ihm, wenn du die Kontrolle wirklich bewusst übernimmst. Super. Ich weiß, dass ich die morgen nochmal habe. Morgen kommt ein neues Pferd und die nochmal. Jetzt haben wir eine super Basis. Morgen geht die Trennwand rein, arbeiten wir auch an Zumachen und so weiter. Und dann gucken wir weiter, dass wir es richtig schön abschließen und dass du danach ganz einfach draußen verlangen kannst. Ja? Dann kannst du schon mal zurücklaufen. Dankeschön. So, ich glaube, da können wir einen kleinen Applaus ruhig mal spenden.